Frösch, komme aus der Nähe von Grünberg, aus dem Frankenland und habe für eine Petra, Nachnamen unaussprechlich, aus der Slowakei gespendet. It was incredible. It was a very long journey to get here, and I'm very grateful to. So you've never met the donor. I have not. I'm very excited about that. I have seen a picture, so I recognized her face, and I saw her, and I just thought, she's there. She's right there. I was overwhelmed. Yeah. This time, and it's like he said, he's a member of the family now, and it's. I was very excited, of course, to meet my donor because he literally saved my life. Yeah, siehst du, läuft doch. Ja, als meine Frau bereits wusste, dass ich sterben würde, war es ihr sehr wichtig, dass das anderen Menschen nicht passieren würde. Sie hatte damals einen Spender, aber das war natürlich kein perfektes Match. Es gab in der ganzen Welt nur 225.000 Spender zu dem Zeitpunkt. Und sie sagte, okay, das soll anderen Leuten nicht passieren. Thomas heißt er, also genauso wie ich. Thomas, herrlich, ja. Schöner Zufall. Und ein weiterer schöner Zufall, Thomas Dudek ist heute hier. Thomas Dudek ist unser Gast, herzlich willkommen. Guck mal, da ist er. Dankbarkeit für die selbstlos Stammespende, die half, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Okay. 25 Jahre DKMS, das ist ein Grund zu feiern und vor allen Dingen ein Grund dankbar zu sein. Es gibt unzählige Menschen, die mittlerweile mit Hilfe dieser großen Datenbank gerettet worden sind, und zwar rund um den Globus. Wir retten Menschenleben und dafür möchte ich euch heute auch herzlich danken für euer Engagement, für euren Einsatz, für eure Arbeit. Wir machen das Unmögliche möglich und wir werden den Blutkrebs besiegen.